Wenn du eine Softwareentwickler, Unternehmer bist mit, sagen wir mal, 200 Mitarbeitern und 20 Millionen Euro Umsatz im Jahr und möchtest um 10% Umsatz wachsen, Wachstum erzeugen, musst du vielleicht 5% deines aktuellen Unternehmenswertes reinvestieren. Also du bist mit 5% zusätzlichem Risiko, erwirtschaftest du mehr summa summarum, wenn du ein gesundes Unternehmen hast und guten Vertrieb und Marketing, 10% mehr Umsatz. Jetzt im Vergleich dazu, wenn du Solopreneur bist, Einzelunternehmer, ja, und machst, sagen wir mal, als Freelancer 100.000 Euro Umsatz im Jahr und möchtest dich verdreifachen, zum Beispiel, ja, also ein, zwei Leute einstellen und so weiter, dann musst du in der Regel 100% deines Kapitals einsetzen, ja, weil allein schon nur ein oder zwei Mitarbeiter einzustellen, bedeutet ja ein Wachstum von 200 oder 300%. Ja, wobei du natürlich als Unternehmer mit 200 Mitarbeitern, ja, wenn du 10 neue Leute einstellst, sind das einfach nur 5% mehr Risiko, die du eben hast. Ja. Und das heißt, das Verhältnis von Risk per Capita invested, ja, sinkt natürlich mit der Unternehmensgröße. Und das ist halt die größte Hürde überhaupt, die du eben hast als, ja, Solopreneur, als Startup oder was auch immer, nicht fremdfinanziert. Das heißt also, wenn du wirklich aus deiner eigenen Arbeitskraft heraus mit deinen Ersparnissen, whatever, you name it, eben ein Unternehmen aufbauen möchtest. Und das ist eben die Schwierigkeit. Wenn es super einfach oder ohne Risiko wäre, würde es ja jeder machen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich der Reward auch umso größer. Ja? Und eines ist dabei nur zu beachten, du brauchst halt einfach das richtige Mindset, also wirklich wirklich das richtige Gedankengut dafür. Ja? Du darfst halt einfach absolut keine Angst haben und du brauchst absolut 100%igen Fokus. Wirklich 100%. Ja? Alles, was du hast, musst du investieren an Zeit, Geld und Energie. Ansonsten wirst du das nicht wirklich packen. Ja? Besonders jetzt in den nächsten Jahren, wo es jetzt, sagen wir mal, nicht mehr ganz so easy alles von weich wie Butter geht. Aber in der Softwarebranche ist noch einiges wirklich möglich. Da ist man teilweise sogar in so einer Art Bubble drin. Ja? Zumal man ja auch da, sagen wir mal, mit Kunden arbeiten kann, die sehr stark auch global engagiert sind, ja? Wo halt letztendlich auch das Ganze sich ein bisschen aufteilt. Ja? Also, wenn du mehr darüber wissen willst, einfach bei mir melden, Thomas.Klein. Consulting, thomasklein.consulting oder klein-marketing.com. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Hier unten findest du bestimmt auch irgendwo einen Link, wo du mich kontaktieren kannst. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.